zwischen Lokomotive Untersberg und den Eisteigers Utten begann ein Optimalschuss und Tor. Jakub Darkwatsch erzielte gleich in der Anfangsphase den ersten Treffer und brachte damit seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Führung. Nur wenig später der zweite Treffer. Wiederum eine schöne Aktion. Der Puck bleibt in der Angriffszone. Na, Schuss und Tor! Lukas Tiefenbacher erhöht auf 2:0 und dieses 2:0 ist auch der Spielstand nach gespielten 20 Minuten. Im zweiten Drittel können die Gastgeber nachsetzen. Pass zur Mitte, Schuss und Tor! 3:0, Daniel Leder erhöht die Führung und lässt Marco Sionek im Tor der Gäste nicht den Funken einer Verschuss. Doch auch die Gäste kommen zu ihren Toren. Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert, Schuss und da ist das 3:1 durch Maximilian Sionek, der dieses Mal Erich Hober im Tor der Gastgeber keine Chance lässt. Doch den Schlusspunkt in diesem zweiten Drittel setzen die Gastgeber. Hier ein Scheibenverlust, fährt hier auf das Tor zu. Die Nummer, Schuss, kann ersetzen und Tor! 7:1, David König erzielt einen sozusagen vorentscheidenden Treffer und diese 7:1 war der Spielstand nach 40 Minuten. Dann der Schlussdrittel. Immer noch die Geste am Puck. Auch hier wird niemand attackiert. Schuss und Tor! Dieses Mal war es Pavel Kopecke, der Erich Hober im Tor der Gastgeber bezwang. Es stand somit 7:2. Doch auch die Gastgeber können in diesem Drittel noch anschreiben. Erneute Kontermöglichkeit. Pass zur Mitte. Schuss! Und hier sehen wir das 10:3 durch Klaus Männer. Der Endstand dieser Begegnung lautete aus Sicht der Gastgeber erfreulicherweise 11:3.